bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wie es heute mal wieder hier am Start. Genau, Leute. Und heute gibt es ein ultra krasses Special-Video, denn ich tausche heute 24 Stunden mein Zimmer mit dem Zimmer von Leontin. Ja! Und zwar, Leute, das Ganze haben natürlich Leontins Eltern erlaubt, ne? Keine Sorge. Und Leontin hat natürlich auch Ferien, das heißt, keine Sorge deswegen. Leontin, okay, oh. Warte. Es gibt nur eine Regel, okay? Nichts kaputt machen, Leontin. Wow. Ja, ist okay. Das kann ich dir nicht versprechen. Ey, was? Was soll das denn heißen, ey? Oh! Okay, ich werde hier aus meiner eigenen Wohnung rausgeschmissen. Tschüss. Okay, Leute. Jetzt geht's auf jeden Fall hier ins Zimmer von Leontin. Und dieses Mal bin ich hier ja auch nicht heimisch, Leute. Ne? Das heißt, alles ist natürlich abgeklärt. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal, was wir hier machen, Leute. 24 Stunden. So, Leute, jetzt ist Lukas weggegangen. Er ist jetzt hier in meinem Zimmer. Jetzt werde ich erstmal sein Zimmer betreten. Und ich bin in seinem Zimmer. Alter, ist das krass, ey. Das Zimmer ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner als mein Gaming-Zimmer, oder? Wobei, nee, ungefähr gleich sogar. Wir haben auf jeden Fall schon mal Leontins iPad. Und ey, auf jeden Fall ein oder zwei Autos hat da auch mittlerweile losgeworden, glaube ich, Leute. So, Leute. Jetzt werde ich erstmal ein paar Sachen machen. Oh, Stumblegeist ist offen. Da muss man natürlich was machen. Ey, und ich hatte auch schon hier bei Leontins Zimmer gesehen, diese... Alter, was ist das denn von House of Sweets, Digga? Der hat so drei dicke Tüten hier, Leute. Ey, das will ich unbedingt mal nachschauen, was da drin ist, Leute. Ich bin richtig gespannt, was da drin ist, aber... Alter, ey. Geisteskrank. So, jetzt werde ich erstmal... Alter, schau mal, was es hier drauf gibt. 10-mal. Ey, was ist da denn drin? Leute, schaut mal. Digga, was ist das denn? Ey, ist das so eine Mystery Box? Warte mal kurz. Boah, die sind ja richtig schwer auch. Boah, Alter. Alter, was? Digga, die sind ja richtig fett, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich da reingucken darf, Leute. Lass mal jetzt ein kostenloses Abo da, wenn ich da reingucken soll. Für die 2 Millionen Abonnenten. 3, 2, 1 und los! Ja! 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 Und? Hat. Ui! Was? Der hat den noch nicht? Ich würde sagen, okay, ihr habt abonniert, okay. Dann gucken wir mal rein. Aber ich gucke nicht zu viel rein, Leute. So. Okay, ich lasse es jetzt hier erstmal spinnen. Tschüss. Ich durchsuch mal hier sind diese Sachen. Oder schaut mal. Hä? Was ist das denn? Schieß mal rum. Leute, dann übrigens bei diesem einen Video, wo ich Leons Zimmer heimlich durchsucht habe, ich war ja richtig lost, Leute. Und zwar habe ich ja hier bei dem FIFA-Ding, habe ich gesagt, der Leontin hat Ronaldo nicht bei Portugal, hatte er aber. Ich bin richtig lost und deswegen zeige ich euch jetzt nochmal, hier, dass er Ronaldo hat. Ja, Mann! Ja! Ah, hier, Portugal. Genau, hier ist der Ronaldo, Leute. Ey, richtig lost. Okay, Leute. Oh, ich weiß gar nicht, was ich die ganze Zeit hier machen soll. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Leute, oh, der hat hier Lego gerade gebaut. Lol, warte mal. Hä? Ey, was ist das denn krasses? Alter, das ist einfach so ein... Der hat hier so ein Lego-Ding aufgebaut. Ist ja mal richtig geil. Okay, reicht. So, Leute. Ich gucke jetzt erstmal hier noch so in seinem Regal rum. Alter. Puh, da ist ja mal ultra krass. Schaut mal, mit so einem Wintergartenhäuschen hier. Hier ist noch so ein Haus. Digga, und dann Leute, Alter, hier so Fahrräder. Und der ist hier gerade so am Lego aufbauen, sehe ich, Leute. Alter, der baut hier gerade, glaube ich, so einen Lastwagen oder so auf. Schauen wir mal. Lol, so ein Polizeiwagen. Ich wusste gar nicht, dass Leontin hier wirklich Lego baut, auch so viel. Cool. So, hier ist von ein paar Zuschauern. Oh, was ist das? Oh mein Gott. Ich habe eine richtig gute Idee, Leute. Schaut mal, was ich jetzt mache. Dann, Leute, würde ich sagen, wir... Alter, hä? Bruder, der hat hier so einen XXL Playmobil-Typen. Lol. Den habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ist ja richtig heftig. Okay, Leute, ich würde sagen, wir müssen jetzt mal hier nochmal... Ey, was hat der hier? Alter, so ein riesen Playmobil-Schiff. Krass, ich glaube, das sind so Sachen, die er so zu Weihnachten bekommen hat, oder? So, jetzt schreibe ich erstmal hier
was rein. Schaut mal, was ich geschrieben habe. Okay, mir ist langweilig. Was könnte ich denn noch machen? Ich würde sagen, Leute... LOL! Ey, was hat der da denn? Tega, der hat einfach hier so eine... Oh mein Gott, so eine X-Shot. Leute, glaubt ihr, die schießt? Oh mein Gott! Tega, ist ja geisteskrank. Oh mein Gott, ey, die schießt ja richtig krass, Leute. Bum, 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 bum. Boah, was kann ich denn noch machen? Alter, soll ich das mal aufmachen? Mach's jetzt mal auf. So. Alter. Ansonsten haben wir hier auf jeden Fall noch so einen Feuerhelm. Bruder, ich weiß echt nicht. Lol. Hä? Lol? Krass, das ist so eine Rakete, die dann einfach startet. Lol, das sind ja echt krasse Sachen, die Leontin hier hat, muss man sagen, Leute. Dann hat er noch so ein, Alter, so ein Lego-Lambo. Den feiere ich, Leute. Den feiere ich schon, muss ich sagen. So, Leute, das habe ich jetzt aufgekriegt. Schau jetzt mal, was das ist. Hä? Lol. Hä? Okay, ich glaube, Leute... Ich weiß echt nicht, was ich gerade machen soll. Hey, ich habe so lange keine Spielsachen mehr so richtig benutzt. Aber eine Sache, die hier liegt, ist sein iPad, Leute. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal kurz nach. Oh, wie war nochmal sein PIN, Leute? Den wusste ich ja vom letzten Video. Gib ihn mal ein. Oh ja, es hat funktioniert, Leute. Leontin hat hier gerade Shorts geguckt. Lol. Es war einfach gerade hier offen. Warte mal kurz. Und zwar, Leute, wir müssen mal gucken nochmal bei Brawl Stars hier bei ihm. Alter, let's go. Schreibt mal in die Kommentare, spielt ihr Brawl Stars, ja oder nein? Würde mich mal sehr interessieren, wie viele von euch Brawl Stars aktuell spielen. Lol! Schaut mal! Hä? Einfach ein Glücksrad! Oh mein Gott, was ist das denn? Okay, jetzt mache ich erstmal ein paar mehr Sachen. Oh mein Gott. Lol, 250 Credits bekommen. Okay, Leute. Wir geben auf jeden Fall mal hier einen Creator-Code Lukas, ganz wichtig. Was hat er denn eigentlich für Brawler überhaupt? Hä? Das gebe ich die Dop-Dop-Toilette. Oh, lecker. Chips, ey. Lecker. Okay. Hey, Leute, wisst ihr was? Ich zeige euch jetzt einfach seine ID. Dann könnt ihr ihn alle einfach adden. Hier ist seine ID. Edit einfach gerne Leontin. Ich glaube, hier kann man gar nicht so viel machen. Wir gehen jetzt nochmal in Stumble Guys rein. Ich werde jetzt erstmal ein paar Chips. Oh! Oh mein Gott. Was? Ey, Lukas hat mich geprankt. Lol, eine Prime-Flasche? Hä? Let's go, Leute. Digga, was ist das denn für ein geiler Skin? Welche Stufe hat der? Ist der... Alter, das Special? Tetris Guy. Oh mein Gott, Leontin hat so krasse Skins. Schau ich erstmal, was ich noch machen kann. Hä? Einfach Brawl Stars offen. Lol. Ich mach jetzt erstmal. So. Die Leute, komm, ich würde sagen, wir kaufen das hier. Nee, Spaß, kann ich nicht machen, Leute. Ey, der wird so sauer sein. Das kann ich nicht machen. Das ist, glaube ich, sein Taschengeld. Als ob ich jetzt seine Juwelen ausgebe, Leute, ey. Aber auf jeden Fall was im Shop kaufen. Okay, nicht schlecht. Hat hier Leontin eigentlich auch WhatsApp oder so drauf? Und übrigens, falls ihr etwas im Hintergrund hört, Leute, das ist die Familie von Leontin natürlich. Digga, hat jetzt so viele Spiele hier. Ich werde mir jetzt erstmal hier zu seinen Skins gehen. Roller. So. Ganz unten. Was? So, Leute, ich kaufe jetzt erstmal Lukas einen neuen Brawler. Okay, Leute, ich habe leider jetzt nichts mehr gefunden auf dem iPad. Aber wir gucken auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter, weil ich habe letztes Mal ja noch nicht so genau geguckt hier. Ne? Da hatte ich ja nicht so viel Zeit wie jetzt. Und zwar haben wir hier noch mal eine Schublade. 3, 2, 1 und bam! Oh mein Gott! Kit einfach. Einfach Kit. Jetzt hat er so einen neuen Brawler. Und hier müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir nochmal hier, bevor wir irgendwas leaken. Oh mein Gott, was habe ich da denn gefunden? Alter. Tipp. Wir tippen. Junge oder Mädchen? Okay, sagen wir mal Junge.
Was ist das denn hier? LOL, Kino, Küsten, Schlafen, Dino, Dina, 24 Stunden? Hä? Was heißt das denn? Ich nehme jetzt mal Küssen, Leute. Okay. So, Leute, jetzt werde ich Ihnen erstmal noch etwas kaufen. Was hat er denn noch? Ich schau mal seine Sammlung an. Vielleicht hat er was nicht. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir nehmen mal die 8, Leute. Mal schauen, was jetzt passiert beim Öffnen. Digga, was ist das denn? Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle Namen hier zeigen kann. Ihr seht jetzt bei den meisten hier zensiert. Außer, ne, Leontin sieht man hier zum Beispiel bei Jungen. Bei Mädchen sieht man Tessa. Okay. Alle anderen Namen sind jetzt hier mal zensiert an der Stelle. Die sind aus Leontins Klasse wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Namen verraten darf. Aber krass. So. Mecha-Edgar. Ich hole ihm den. Den hole ich ihm jetzt. Und bam, Kauf bestätigen. Und jetzt hat er ihn. Mega Edgar. Und hier sehen wir einfach auch nochmal die Burger Pommes Autogrammkarte. Sehr geil. Hey Leute, so krasse Sachen. Hier auch nochmal ein bisschen Lego. Lol, was hat er denn da alles? So Leute, jetzt werde ich erstmal hier Brawl Stars zocken. Hier den neuen Brawler. Den hier, Kitty. Oder Kit. Auswählen. Alter, ich hoffe, der ist gut. Okay, Leute, ich muss den nochmal irgendwas Krasses finden, weil das Problem ist... Alter, warte mal, der hat hier noch Süßigkeiten. Oh mein Gott, was hat denn der da unten? Alter, lol, was ist das denn? Das ist so ein Handy mit so einem Lolli. Hab ich auch noch nie gesehen. Und so Lucky Charms, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so Bock auf Müsli gerade. So, oh! Ich bin tot. Aber hier unten ist noch was. Ah ne, das ist leer. Okay, das ist schon aufgegessen. Schauen wir einfach mal, Leute. Super Mario hier noch. Boah, ich weiß echt nicht, was ich hier 24 Stunden machen soll, Leute. Ich habe gar nicht meinen Gaming-PC, meine geilen Sachen und so. Ich glaube, ich gehe mal langsam schlafen. Oder war es das? Erstmal, ich will erstmal gucken, was hier hinter diesem Ding hier ist. Was? LOL? Wir haben hier einfach nochmal so, was ist das denn hier? So coole Autos und so hat er hier, ne, am Start. Nein! Ist es etwa die Prime-Flasche, wo über 300 Euro kostet? Das ist doch die seltenste Prime-Flasche der Welt! Und Leute, wir müssen jetzt nochmal diese Papierfliegerkiste testen, ob die wirklich funktionieren. Leute, einfach diese Papierfliegerkiste. Alter, mit Case Eye und Logan Paul drauf. Alter, ich glaube, ich trinke die jetzt. So, okay, Leute. Und ich würde sagen, was ist das hier? Das ist, glaube ich, noch so eine geheime Box hier. Oh. Oh mein Gott. Oh. Let's go. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Pass auf, was du sagst, die Kinderedition. Oh mein Gott. Oh, Alter. Okay, Leute. Naja, ich gucke jetzt mal, was ich hier die nächste Zeit einfach mache. Und Leute, ich muss jetzt nochmal hier ganz kurz testen, ob man hier einigermaßen vernünftig schlafen kann. Echt nicht, Mann, ob das so bequem ist. Ja, es geht eigentlich, muss man sagen. Ich teste das mal hier so ein bisschen. Ey, Leute, die ist so krass. Die ist so lecker. Ey, ist die beste Prime-Flasche, wo ich jemals in meinem ganzen Leben getrunken habe. Ja, also es ist nicht so groß, Leute. Es ist so irgendwie... Oder ich habe viel zu viel Burger Pommes gegessen. Da werde ich gefühlt rausfallen. Aber ich würde sagen, Leute... Ich guck mal und dann gehe ich mal auch schlafen langsam. So Leute, also wie gesagt, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach schlafen und dann fahre ich mal morgen früh zurück in mein Zimmer und guck mal, was Leontin dort alles gemacht hat. Ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Ihr werdet gleich sehen, wie ich darauf reagieren werde.
ich war auf jeden Fall noch ziemlich nett, würde ich sagen. Ich fahre dann, wie gesagt, morgen früh zurück und mal gucken. Let's go. Okay, Leute. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao. So, Leute, ich bin jetzt endlich zurück in meinem Zimmer und ich hoffe, Leontin hat hier nichts angestellt, sage ich euch ehrlich. Also, Digga, Alter, was ist denn hier passiert? Hä, der hat mein Glücksrad ausgepackt. Ja, okay. Aber, ja, das geht ja noch alles hier. Warte mal kurz! Oh mein Gott, der hat meine Prime geöffnet! No way! Warte mal kurz, nein, oder? WTF, der hat meine 300 Euro Prime getrunken! Bro, das gibt's nicht, Mann! Ey, ich hab die extra versteckt da hinten, der hat das Versteck gefunden! Nein! Digga, die hat 300 Euro gekostet, Digga. Die Venice Beach Prime. Oh mein Gott. Na, ja, okay, komm, dann muss ich die jetzt probieren, ey. LOL. Oh, die schmeckt richtig krass. Ey, Digga, Mann, der hat die einfach getrunken. Leute, ich hoffe mal, dass er sonst nichts Schlimmes hier gemacht hat. Ihr habt es ja eh gesehen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Kostenlos aber für die 2 Millionen Abonnenten. Wir sind kurz davor. Bis dann, ciao, ciao.